Hallo, Herr Freimuth. Hallo. Guten Tag, Wladimir. Herr Mischa. Michael Miroleko. Ja? Ihr Visum ist seit mehreren Wochen abgelaufen. Ich darf Sie bitten, Ihre Sachen zu packen und mit uns zu kommen. Besonders intelligent, oder? Und jetzt? Ey, geh zurück. Ich bin gleich an dir. Nicht. Gut, überhaupt nicht in Frage. Ihr wisst, dass das Schwachsinn ist. Mit wem spreche ich? Ja, mein Name ist Wladimir Kamina. Was ist Ihr Problem, Wladimir? Also, ich bin in eine Frau verliebt. Und diese Frau, die will zurück nach Russland. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit dem Liebeskoma hilft Wodka mit Honig und Pfeffer. Mischa, André und ich kamen im Sommer 1990 in Ostberlin an. Alle waren so glücklich und noch 6 Monate nach der Wiener Vereinigung am Feiern. In Wirklichkeit war nur Fußball-Weltmeisterschaft. Aus Paris! Wir waren jung und hatten nichts. Für uns war Deutschland genau das Richtige. Augen! Wir verkaufen Gurkenbier. Was machen wir? Wir verkaufen Dosenbier und werden richtig reich. Ja, Mittag raus nach Gurkenbier! Seid ihr Russen? Ja. Russischer Heizabschneider! Ich muss Sie darauf hinweisen, dass für nicht-jüdische Sowjetbürger die Aufenthaltsgenehmigung nur 3 Monate gilt. Ich darf Sie bitten, mit uns zu kommen. Und jetzt? Früher wollten alle Juden einfach nur Russen sein. Und heute will plötzlich jeder Russe jüdisch werden. Also Sie haben sich hierfür nicht extra beschneiden lassen, oder? Ja, ist glatt wie eine Wurst. Ich veranstalte jetzt diese Veranstaltung. Ich nenne sie Russendisco. Und da lege ich alle meine alten Platten auf. Schlaft schön.